Shalom Aleichem, wir behandeln heute ein sehr interessantes Thema. Dieses Thema heißt Schwangerschaft im Judentum. Wir haben schon gelernt, dass am Rosh Hashanah Yitzchak geboren, Shmuel geboren. Und wir haben auch gelernt, dass in unserem Glaube Kinder spielen die größte Rolle. Was ist das erste Gebot in Torah? Sich zu vermehren. Was ist das letzte Gebot in die Torah? Torah zu schreiben. Sefer Torah. Jetzt, was ist wichtiger? Torah-Rolle oder ein Kind? Ein Kind. Ein Kind. Und ein Beweis? Es ist erlaubt, eine Torah-Rolle zu verkaufen. Um Geld für Kind oder für eine Hochzeit zu finanzieren. Das heißt, wenn wir auf dem Waage Religion oder Kinder, was ist bei uns wichtiger? Kinder. Sehr gut. Und deshalb möchte ich heute dieses Thema ein bisschen vertiefen. Ich brauche auch eure Mithilfe. Und wir werden auch ein bisschen diskutieren heute. Und in eine erwachsene Art. Es gibt im Judentum ein Gesetz, dass wenn ein Mensch fehlt ihm etwas, soll er beten. Bei wem soll er beten? Beim Gott. Es gibt drei Sachen, die bei Judentum sehr, sehr wichtig sind, zu beten. Gesund, Parnasse und Naches. Gesund, man will gesund sein. Gibt es nicht Wichtiges. Zum Gesund braucht man auch Parnasse, man braucht Lebensunterhalt, Materialismus, man braucht, um zu leben. Und die dritte Sache, die sehr wichtig ist, Naches. Kinder, aber Kinder, die sich gut benehmen und sich gut auf dem Weg. Rivka und Yitzchak sind schon verheiratet 20 Jahre. Und Yitzchak und Rivka haben keine Kinder. Und sie bekommen langsam, was bekommen sie nach 20 Jahren? Welche Gefühle? Angst, dass sie kein Kind haben. Angst. Und was ist diese Angst? Was ist diese Angst, dass man bekommt keine Kinder? Was ist diese Angst? Dass man den Familienstamm nicht weiterführen kann. Du sagst richtig, aber ich will den tiefen Angst hören. Was ist die tiefen Angst, dass die Familie Stamm nicht weitergeht? Was spürt man oder fühlt man, wenn man hat eine Angst, dass keine Kinder kommen? Einsam, dass man das erste Gebot nicht halten kann. Dass man dem ersten Gebot nicht halten kann? Oder fragen wir andersrum. Was ist der Grund, um Kinder zu bekommen? Warum ist es so wichtig, Kinder zu bekommen? Um die Religion auch aufrechtzuerhalten. Du sagst richtig, aber ich will ein Wort hören. Ewigkeit. Ewigkeit. Ein Tag bin ich nicht da. Wer lebt? Mein Kind. Ein Tag, mein Kind ist nicht da. Wer lebt? Sein Kind. Und ein Beweis, mein Opa lebt nicht. Und wer lebt? Mein Papa. Und sein Sohn. Das heißt, ein Mensch will Kinder, natürlich, ich rede jetzt in jüdischer Religion, weil er will ewig leben. Ewig leben kann ich nicht. Wie viel will ich leben? 90? 100? 120? Und dann, der Mensch geht zu der Erde, die Seele geht zu Gott und nicht umsonst braucht man ewig Leben. Wie? Durch die Kinder oder durch die Schüler oder durch die guten Taten. Okay, Rivka kommt zu Yitzchak und sie sagt, dein Mama, wie heißt die Mama von Yitzchak? Sarah. Sarah war auch jahrelang kinderlos.
Und ihr Mann, wie heißt ihr Mann? Abraham, hat für sie gebetet. Ich bitte dir, bete auch für mich. Was ist Beten? Beten ist ein Glaube, ein Gefühl, dass wenn ein Mensch kann nicht die Sachen tun in seine Macht, geht er zu Gott. Wenn ein Mensch schafft alles alleine, braucht er niemand. Da braucht er nicht zu glauben. Wann braucht man? Wenn jemand ist nicht gesund, wenn jemand hat keine Kinder, wenn die Kinder gehen nicht auf dem guten Weg, wenn jemand sieht, dass die Sachen sind nicht so, wie er sich vorgeplant, vorgestellt und gemacht. Auch ich, die ich bete jeden Tag dreimal regelmäßig. Wann bete ich zum Gott? Mit Gefühl, mit Liebe? Vielleicht am Abend. Nein. Wann bete ich vom Herzen zu Gott? Immer. Nein, das wäre schön. Danke dir, dass du mir denkst, dass ich immer bete mit voller Überzeugung. Wenn Sie einen bestimmten Wunsch haben. Genau, wenn ich habe einen bestimmten Wunsch. Wenn mein Kind ruft an, Papa, ich habe heute Autoprüfung. Ich sage, ach Hashem, bitte, soll mein Kind gewinnen. Wenn meine Tochter sagt, Papa, meine Tochter hat nicht geschlafen die ganze Nacht, sie hat hohe Fieber. Immer wenn es uns was fehlt, immer wenn wir am Leben einen Mangel haben, Mangel erweckt ein Gefühl zum Beten. Jetzt gebe ich euch einen Tipp. Wie kann man beten? Wie kann man beten? Beten bedeutet einfach vom Herzen zu Hashem zu formulieren mit Wörtern, was man will. Komm, wir beginnen den ersten Text. Lesen Sie bitte Pasuk 21 oben, langsam und laut. Nein, nein, auf Deutsch. 21. Sei so lieb. Da flehte Yitzhak zu Gott seiner Frau gegenüber, denn sie war unfruchtbar. Da er hörte ihn Gott und seine Frau Rebekka empfing. Also was steht hier geschrieben? Dass Yitzhak betet zu Gott. Warum betet Yitzhak zu Gott? Oder danke. Aber wer hat ihn dazu gebracht, zu beten? Seine Frau. Was hat sie gesagt? Dass sie unfruchtbar ist und ein Kind will. Aber sie hat etwas gesagt von seinen Eltern. Was hat Rivka gesagt? Was war mit Sarah? Achso, Sarah hat auch kein Kind bekommen. Und was hat sie gemacht? Wer hat für sie gebetet? Abraham. Abraham. Also hat sie Israel gesagt, er soll für sie beten. Sehr gut. Und steht geschrieben, die sind beide gegangen nach Jerusalem, zu Berg Moria, und jeder hat gebetet. Und Hashem hat seine Gebete gehört. Was sehen wir von der Tora? Dass wenn man betet, es ist die letzte Bemerkung, die ich in der nächsten halben Stunde gebe. Bitte ganz ruhig, meine Stimme ist ein bisschen müde. Ich bin nicht müde, ich bin voll wach und lebendig, aber meine Stimme macht nicht mit und sei mir gegenüber Toleranz. Braucht ihr ein paar Minuten Ruhe? Okay, sprich draußen. Kein Problem. Ich werde nicht böse sein. Versprochen. Gut. Wie viele Jahre war Rivka kinderlos? 20. Sehr gut. Und jetzt ist Rivka schwanger. Gut. Warum Hashem hat gehört die Gebet von Yitzhak und nicht die Gebet von Rivka? Von welcher Stube, von welchem Haus kommt Rivka? Vom guten Menschen oder vom nicht guten Menschen? Sehr gut. Rivka kommt von Menschen, von Aramim. Sehr gut. Wir werden nennen diese Menschen Materialisten. Gut. Wir nennen die Leute von Rivka, von ihrer Familie, die sind Materialisten. Was ist ein Materialist? Was ist ein Materialist? Was ist ein Materialist? Der Sachen, der schätzt als Menschen.
Sehr gut. Materialistische Menschen sind Menschen, wo denen nur das Material wichtig. Okay? Yitzhak kommt von einem Stub, von einem Haus, von Idealisten. Was ist Idealisten? Sag. Die versuchen perfekt zu sein. Es ist sehr nett, was du sagst. Sag mir noch etwas, was bedeutet Idealisten. Das, was du sagst, das ist Perfektionisten. Ich versuche, ein Ideal zu haben. Was ist Ideal? Was ist Idealisten? Ja, noch jemand? Wakasha? Die haben eine Ideologie, also haben die, also haben die, die haben ein Ziel vor Augen und die haben ihr, wie nennt man das? Ihre eigene Forschung? Ja, genau. Vielleicht ein bisschen bescheiden, weil sie ideal, die idealste Möglichkeit nehmen, die am besten für sie passt. Nein, ideal, das ist ein anderes Wort von ideal, wenn etwas passt mir. Aber noch einmal, Rivka kommt von welchem Haus? Von welchem Haus kommt Rivka? Materialisten. Von welchem Haus kommt Yitzhak? Idealisten. Okay, dann erkläre ich das. Sind es nicht Leute, die selbstlos sind, die Okay, ich erkläre das. Jeder Mensch hat in sich zwei Kräfte. Eine Kraft zu nehmen, das nennt man Egoismus, Materialismus, selfish. Das ist, ein Mensch denkt die ganze Zeit nur, was kann ich bekommen. Stimmt? Es gibt einen Mensch, der denkt, was kann ich geben? Das ist ein Idealist. Er ist bereit, das, was er hat, dem anderen zu geben. Jetzt, wenn ein Mensch hat keine Kinder und er will auch keine Kinder, was ist er, ein Idealist oder ein Materialist? Überleg, Kinder ist was zu bekommen oder was zu geben? Materialist, weil er gibt den Kindern das Leben und seine Familie weiter. Noch einmal die Frage. Also ich finde, er ist ein Idealist, weil er der Welt was schenkt, also ein Kind. Sehr gut. Wenn jemand bringt zu der Welt ein Kind, ist er ein Idealist. Das ist ein Ideal. Okay? Jetzt, Yitzhak und Rivka, jeder kommt von einem anderen Stub. Yitzhak kommt von Abraham und Sarah. Und Rivka kommt von Betuel und Bruder Lavan von Aramäus. Und sie beten. Und Gott hört die Gebet von Yitzhak. Okay, weiter. Pasuk 22. Das ist jetzt etwas sehr interessant, was man geht. Bitte schön. Da stießen sich die Kinder in ihrem Schlafzimmer. Und sie sprachen, warum dann nicht? Sie gehen hin, Gott zu übertragen. Okay. Rivka ist schwanger. Und wenn eine Frau ist schwanger, hat sie Bedenken und Schmerzen. Und plötzlich spürt sie, dass sie nicht nur ein Kind drinnen, sondern zwei. Und es war etwas ganz komisch. Guck mal bitte, wo ich euch zeige, hier. Guck mal meine Finger. Seht ihr meine Finger? Ja. Dort, wo meine Finger. Ja. Unsere Lehrer. Ja, unsere Lehrer. Lest bitte. Unsere Lehrer laut und langsam. Unsere Lehrer erklären das Wort als Lauten. Wenn ihre Mutter vorüberging an den Pforten der Tora, Lehrhäuser von Shem und Eva. Lief Jakob und bewegte sich, um hinauszukommen. Wenn sie aber an Pforten des Götzendienstes vorüberging, bewegte sich Esav, um hinauszukommen. Soll ich weiterlesen? Ja, bitte.
Andere Erklärung. Sie stieß. Sie stießen. Heißt es stießen oder stießen? Ja. Stießen, Sami. Einander. Soll ich weitermachen? Und stritten um den Besitz der beiden Welten. Und ich frage mich, lese weiter, bitte. So groß der Schmerz der Mutterschaft ist, wünschte ich und betete, ich um Mutterschaft, ins Lehrhaus von Shem, dass er ihr verkündet. Okay. Was zuletzt zu sein. Okay, ich erkläre das. In den alten Zeiten war es keine Technologie wie heute, das nennt man es Ultraschall. Ultraschall ist so ein Gerät, wo der Doktor kann wissen, was ist drinnen. Rivka ist schwanger und plötzlich spürt sie was Komisches. Wenn sie geht neben Synagoge, Lehrhaus, eine stoßt und er will rausgehen. Wenn sie gehen neben Götzendienerei, ein Haus, wo man dient Götzen, dann noch einmal man stoßt. Sie weiß nicht, was zu tun. Und was macht sie? Sie geht fragen Gott. Wie fragt man Gott? Wenn jemand will Gott etwas fragen, wie fragt man ihn? Man geht zu einem Rabbi, zu einem Torah-Gelehrter oder zu einem Prophet, einer, der nont, der nähe zu Gott ist, ein Seher, und er sieht ein bisschen mehr als alle normalen Menschen. Dann gehen sie beide zu Shem Ve'ever. Gehen sie zu Shem Ve'ever. Und Shem Ve'ever hat gesagt, Madame, beruhig dich. Hab keine Angst. Du hast nicht eine, du hast Zwillinge. Zwillinge. Zwei Kinder kommen. Eine wird sein ein Idealist und eine wird sein ein Materialist. Und dann, wer kommt raus zuerst? Der Idealist. Nein, der nicht. Der Mann. Wie heißt er? Esav. Esav. Und danach, wer kommt? Wie heißt er? Jakob. Jakob, sehr gut. Und jetzt will ich euch etwas erzählen, aber hört bitte gut, was ich euch erzähle. Jeden Mensch im Bauch von seiner Mutter, sagt der Talmud in die mündliche Lehre, bleibt 270 Tage ungefähr, ist die Zeit, wo ein Embryo ist in dem Bauch von der Mama, isst von der Mama, trinkt von der Mama. Und nach dem jüdischen Glaube gibt ein Engel auf seinen Kopf mit einer Kerze und er lernt im Bauch die ganze Tora. Das ist die jüdische Legende, Glaube. Also was ist die jüdische Glaube? Dass das Embryo ist im Bauch. Wie lang? 270 Tage. Und was macht er dort? Keine Pause vom Lernen, die ganze Zeit ein Engel bringt ihn bei die Tora. Jetzt. Wenn das Kind geht raus, kommt der Engel und er... Ja? Sehr gut, er druckt nicht, er gibt ein Stipsel. Ah, deswegen weinen die Babys. Sehr gut. Also, ich rede jetzt, was sagt der Talmud? Ich sage euch auch, wo steht das geschrieben? Das steht in dem babylonischen Talmud, Nida, Seite 30b. Falls jemand will die Quellen wissen, ich sage euch auch, wo steht das geschrieben? Also steht geschrieben, wenn das Kind ist geboren, der Engel gibt dem ein Schnipsel, und wir haben hier zwischen die Nase und dem Mund so einen kleinen Kanal, so eine Grube. Und das ist die jüdische Erzählung, was passiert mit dem Engel.
Jetzt, ich erzähle euch, was habe ich gelesen. Wenn ihr wollt, ihr könnt das glauben. Wenn ihr wollt nicht, trotzdem sollt ihr glauben. Es gab in Israel in die 50er Jahre ein Kind, der geboren in Jerusalem. Mit 4 Jahren, das hat erzählt Rabbi Yehuda Zadka, der Rosh Yeshiva von Porat Yosef. Ein Kind, er kann die ganze Tora, die ganze Talmud, die ganze Jerusalmi, sogar der Ben Ishrei. Hat man ihm gesagt, eine Pasuk? Gleich konnte er weiter sagen. Warum? Weil der Engel hat vergessen, ihm ein Schnipsel zu geben. Darum hat er einen offenen Kanal. Das, was er hat gelernt im Bauch, ist geblieben. Dann hat man genommen dieses Kind zu der Belzer Rebbe, Rebbe Aaron von Belz, und der Rebbe hat ihm gegeben ein Schnipsel auf die Nase und er hat vergessen die ganze Tora. Jetzt stellt sich die Frage doppelt. Eins, warum müssen wir das lernen im Bauch? Zweitens, wenn wir das schon lernen müssen im Bauch, die ganze Tora, wieso beim letzten Moment, vor dem, dass wir kommen zu dieser Welt, kriegen wir ein Schnäpsel und wir vergessen alles. Jetzt, wenn ein Kind ist geboren, welche Kraft ist bei ihm mehr dominant? Geben oder nehmen? Nehmen. Was macht ein Kind? Er nimmt. Die ganze Zeit nimmt er. Das heißt, wer kommt zuerst? Materialismus oder Idealismus? Materialismus. Was? Eine halbe Stunde ist um. Noch 5 Minuten. Dann. Gut, 5 Minuten, aber ich will noch, danke dir. Ich wollte, dass ihr mich erinnert. Ich will noch das Thema beenden. Jetzt. Jemand von euch hat gelernt Physik? Was sind die Unterschiede im Wasserkocher, ob man kocht Wasser, die schon gekocht, oder man kocht Wasser, die kalt und warm noch nie gekocht? Was kocht sich besser? Das gekochte Wasser. Sehr gut. Jetzt versteht ihr. Das, was? Nein, ich habe gesagt, das ist richtig. Warum gekochtes Wasser kochen sich besser? Weil es schon mal warm war. Weil es schon mal warm war. Du sagst was ganz Gutes. Genauso, wenn ein Mensch hat schon im Bauch von seiner Mutter, hat schon warm gehabt. Ich habe mir gesagt, das habe ich Physik. Dann am Leben, wenn wir lernen, geht uns viel leichter zu erinnern, das, was wir haben gelernt. Jetzt, wenn ein Kind ist geboren, was kommt zuerst bei ihm? Materialismus. Und später, wenn er wächst, was passiert mit ihm? Was bedeutet, dass jemand hat ein gutes Herz? Gib mir ein Beispiel. Was bedeutet ein gutes Herz? Wenn man eine gute Tat macht, wenn man spendet oder wenn man einfach nett ist. Was heißt nett? Wer ist im Mittelpunkt? Der andere, das ist Idealisten. Verstanden? Ich mache nur die Sache schnell und dann machen wir 5 Minuten Pause. Yitzhak und Rivka waren verheiratet wie lang? Sag, 20 Jahre. Und warum will man Kinder im Judentum? Weil es das erste Gebot ist und man sich verlernen soll. Stimmt, was noch? Was ist die tiefe Grund in die Seele? Ewigkeit. Ewigkeit. Was heißt Ewigkeit? Was heißt Ewigkeit? Für immer. Was heißt für immer? Das heißt für immer leben und weiter. Man will nicht sterben. Man will irgendwie unsterblich sein. Und deshalb, es gab sogar Jiden, sie haben genannt ihre Kinder nach sich. Nach sich, genau. Nach ihrem Namen. Und es ist im Judentum eine große Ehre, zu tragen den Namen von Oma, von Opa, von Großvater, von Urgroßvater. Also ich heiße Shlomo
nach meiner älteren Seide, nach meinem Urgroßvater. Seide ist im Judentum auch. Es gibt aber auch Seide. Ich habe nicht Seide, weil er hat gesagt, es das heißt Seide. Ich habe gesagt, im Polnischen heißt es Seide. Einen Moment, du sagst was Wahres. Ich wollte etwas sagen über mein Jiddisch. Es gibt zwei Dialekten von Jiddisch. Eine heißt litwische, russische und der andere Jiddisch heißt polnische. Jetzt. Wir werden vielleicht bei Gelegenheit euch den Unterschied erklären. Alle Jiden, die kommen aus Tschernowitz oder Lettland, Russland, wo mein Ursprung, reden, sprechen alatwische Jiddisch. Und alle Jiden, die kommen von Polen, reden apolische Jiddisch. Und deshalb, die litwische Jiddisch klingt mehr deutschmäßig und die polnische Jiddisch klingt gequetscht jiddischmäßig. Okay? Also, dass du weißt Bescheid. Man kann sagen a tote oder a tate, a seide oder a seide. Und deshalb in die litwische Jiddisch, die mein Herkunft, also ich wollte dir nur sagen, meine Eltern Ursprung kommen aus Russland. Die Großeltern haben gesprochen zu Hause Jiddisch und Russisch. Als sie kamen nach Israel, sie konnten nicht Hebräisch. Und in Israel gibt es Nachrichten in Jiddisch. Lohnt sich, wenn du mal Lust in Israel zu googeln, geh Nachrichten in Jiddisch. Und die Nachrichten in Israel in Jiddisch sind in litwische Jiddisch und nicht in eine polnische Jiddisch. Also die litwische Jiddisch ist etwas mehr kulturelle und die polnische Jiddisch ist etwas mehr heimische und in Augenhöhe in Umgangssprache. Okay? Ja. Gut.